So, damit ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren OMSI 2-Folge. Es ist wieder etwas länger her, dass mein Video erschienen ist. Klar, ist halt so. Kann ich leider nichts machen. Es ist halt einfach, die Lust, die war einfach nicht da. Das ist. Was soll man dazu groß sagen, ne? Auf jeden Fall ist es nur eine kleine Vorstellung nochmal zum Thema Kabeckbahn und Ansagen. Ja, man muss sagen, die Standardansagen der Kabeckbahn sind schon scheiße, auf jeden Fall. Aber richtig. Und ja, jetzt habe ich mal was gefunden auf der Webdisk. Das sind jetzt neue Ansagen. Die hören wir uns mal gemeinsam an während der Fahrt. Auf der Straßenbahnlinie. Fahren nur einmal runter zum Bahnhof und dann gucken wir mal, auf ja, ob es gefallen hat oder nicht. Ich bin auch gespannt. Und ich würde sagen, wir fahren heute mal mit der Tatra Potsdam. Ja, Schilderung funktioniert da leider nicht. Bis auf die Liniennummer. Aber halb so wild. Und die Schranke geht wieder runter. Nervig. So. Wir können ja schon mal den Vorwärtsgang einlegen. Es ist schon alles bereits aufgerüstet. Das heißt, wir können so gut wie los starten. Ja, und ich hoffe, es passt auch vom Sound ungefähr hin. Aber es sollte kein Problem sein. Ich würde sagen, wir warten noch die nächste Schrankenphase ab. Ja, das können wir schon mal vorspulen. Kommen noch ein paar. Die wollen nicht mit, na gut. Und ich würde sagen, oh, da wollen doch noch welche mit. Na dann halt nicht, Leute. Die Ansagen findet ihr natürlich auch wieder in der Videobeschreibung, falls ihr die selber haben wollt. Gleich gibt's ein Gemecker. Bahnhof Schottgut. Oh, oh ey, Scheiße, der fährt ja, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Okay, Sekunde mal. Zack. So. Ist auch gar nicht am Wackeln, das Vieh, ne? Überhaupt nicht. So, heizen. So, es ist Thumbnail-Zeit. Das heißt, wir gehen jetzt. So weit runter wollte ich jetzt nicht, aber egal. Machen wir einfach mal. Ah, ne, besser ist so hier. Dieses Schriftzug-Ding kommt weg. Das können wir doch so nehmen, würde ich sagen.
Ich bin zwar kein Profi-Fotograf, aber ja, drücken wir mal F12 und dann nochmal. Vielleicht finden wir ja noch was. So hinterm Gebüsch raus, das geht natürlich auch. Mit der Stadt da im Hintergrund. Tja. Na, ihr seht es ja wahrscheinlich schon, was ich genommen habe. Egal, und weiter geht's. Die Bahn klingt aber auch echt geil, ne? Das muss man mal so sagen. Da sind wir heute wieder Michael Schumacher, ja? Oh, halt die Fresse, du blöde Olle. Ja, fahren Sie mal vernünftig hier. Ist echt. Ach ja, und fast vergessen, die Bahn ist dafür natürlich nicht geeignet, auf der Kabelbahn zu fahren, weil die ja nur auf einer Seite Türen hat. Das kann schon Probleme mit sich führen. Was heißt Probleme mit sich führen? Das sieht einfach dann nur noch bescheuert aus. Wir werden es da gleich sehen. Und ja, ich fahre hier mit Pedale und Todmanns Schalter oder Receiver oder was ist auch, wie man das nennen mag. Ist natürlich mit der Kupplung und natürlich das Lenkrad, wenn ihr wissen wollt, was ich benutze. Auch in der Hallo. Videobeschreibung. Guten Tag. Ja, guten Tag. Und nicht wundern, diese neuen Trampel-Sounds, wie man es sonst gewöhnt ist, das ist ja, das DLC, keine Ahnung, wie man das ausspricht oder wie das nochmal hieß. Wo hier neue Lichttexturen und neue Sounds eingefügt worden sind. Für 7 Euro, glaube ich, kann man schon machen. Wie die auch nur am Meckern sind, ne? Und die gelben Dinger sind, wenn man so schnell fährt, als man darf, dann wird man ausgebremst und ja, demonstrieren will ich das jetzt aber nicht. Und ich sehe gerade, dass das Spiel doch ein bisschen lauter ist als Hallo. Ich. Ja, Sekunde. Das kriegt man hin. Das kriegt man hin. Mal runter. Auf minus 10 Dezibel. Dann sollte das passen. So. Mal gucken. Ja, passt. Viel besser. Wir sind auch wieder viel zu früh. Na, können wir mal langsam losfahren.
Bahnhof Grafenberg. Die Sounds sind aber echt genial. Das muss man mal so sagen. So, wie sieht das jetzt aus? Sekunde mal. Ich meine, die Stelle an der Schranke, die war ja schon schlimm, aber das... Hätte man eigentlich auch blinken können, ne? Naja. Ah ja, ich weiß noch, wo ich mich richtig aufgeregt habe, als ich in die Schleife reingefahren bin. Aus älteren Videos. Vielleicht verlinke ich das nochmal oben rechts beim i. Wenn ich es wieder finden sollte. War schon lustig. Auch allgemein die Videos früher. Wenn ich mir die heute nochmal anschaue, muss ich schon manchmal lachen. Aber ist auch bei den jetzigen Videos so, ne? Nattershof. Das heißt zwar eigentlich Nattershof, aber machen wir uns mal nichts vor von Linguentech Sprachsysteme. Ach, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Leungantech. Keine Ahnung, wie das heißt. Ist ja auch egal. Computerstimmen halt, ne? Ja, das war schlecht. Ja, Mädel, wir müssen es halt gut machen. Warum auch immer man da klingeln muss. Hallo. Hallo. Moinsen, Manfred. Es wird erstmal geheizt bis nach unten. Ich weiß nicht, warum die Bahn so wackelt, ne? Ach, da staut sich's auch noch. Jetzt geht's aber los hier. Ja, zu dem Bums hier. Weiter geht's. So einen Schwachsinn habe ich keine Zeit. Die VIP-Ausflugslinie, die Tropenlinie. Ruhrstraße. Ja, bei den alten Ansagen hieß es noch Zugang zum Wanderweg zum Zilleberg. Aber das ist ja egal.
Ohr fällt der Scheiße. Wir ignorieren das einfach mal, ja. So, Tunnel. Ist aber auch ein paar Kurven hier, ey. Aber schön durchs Gestrüpp zu fahren, ist ja auch mal was, ne? So, und jetzt kommen wir natürlich wieder auf der falschen Seite an. Also gleich. Ups, das war die Schienenbremse. Tschüss. Ah, warte mal. Hallo und tschüss. So. So und so. So, und da sind wir auch schon gleich da, Stadtzentrum. Und dann ist auch schon Endstation. Die Aufforderung funktioniert ja natürlich auch wie immer super. Aber das war ja schon immer so. Vor allem bei den Entwicklern von Projekt Gladbeck und so weiter, ne? Die ja natürlich nichts anderes zu tun haben, als die Spanndauer-Ampelsysteme zu benutzen. Aber machen wir uns da nichts vor. Wir kennen uns ja damit zu wenig aus. Ja. Ja, zumindest ich. Zwei Minuten plus? Nee, das kann ja nicht sein. Ich will raus hier. Na jetzt aber hier. Geht doch. Gladbecker Straße. Ich weiß nicht, ob ich es machen soll, aber ich denke mal, ich werde so Zeitstempel von der Haltestelle zur Haltestelle mal in die Beschreibung reinmachen. Kann man mal machen, ja. Aber ich bin jetzt auch nur ein einziges Mal gemacht bei BeamNG, ja.
Jo, das ist aber knapp. Und die Bahn fährt alle 40 Minuten, das ist interessant. Oh, Mädel, für die eine Haltestelle 3 Minuten zu warten. Also, okay. Nicht mein Problem. Ziele Bahnhof. Endstelle. Ach, halt. Nee. Also wenn, dann wollen wir schon schöne Perspektiven uns angucken. Wenn wir denn schon OMSI spielen. So, passt doch. So. Telefonzelle, hier, so. Stromkasten, weiter geht's. So. Endstation. Kann man noch irgendwas Besonderes schildern bei der Bahn? Irgendwas? Nee. Gut. Na dann halt nicht, ne? Auch wenn ihr wisst, was für Kabel ich hier gerade durchgreifen muss. Naja, was wir noch machen können, ist die Bahn abzurüsten. Das können wir auf jeden Fall machen. Gladbecker Straße. Nein. Erstmal hier rausnehmen den Gang. So. Einen Strom aber nehmen wir runter, Spiegel rein natürlich. Okay. Nee, warte mal, da muss er nach oben bleiben. Erst muss die Elektrik aus und dann, ja. Schön. Herrlich. Diese Stille. Schlüssel zum Erfolg. Ja! Feierabend. So. Aus die Kacke. Strom immer runter. So, jetzt ist das Summen auch aus. Hauptschalter aus. Und Feierabend. Das kann ich noch klingeln. Ja, Fernlicht geht auch noch. Super. Für die Verabschiedung. So. Warnblinker. Jawohl. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo. Und nach dem Abonnieren natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr mal auf dem neuesten Stand seid. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein zur nächsten Folge. Und macht's gut, die Leute. Tschüssi.